Bei mir ist Frau Ringel, Leiterin der Unternehmenskommunikation von König und Bauer. Auf dem Werksgelände des Druckmaschinenherstellers wurde gestern Abend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Frau Ringel, wie ist denn die aktuelle Situation? Heute Nachmittag, haben wir gehört, soll die Bombe entschärft werden. Das ist richtig. Ja, wie Sie schon sagten, gestern Nachmittag oder gestern Abend wurde die Bombe entdeckt. Es sind sofort alle nötigen Maßnahmen eingeleitet worden. Der Katastrophenschutz hat übernommen. Es ist die Lage im Griff. Wir haben die Einschätzung bekommen, dass halt eben heute Nachmittag erst mit der Entschärfung begonnen werden kann. Das heißt, wir haben genügend Zeit, alle Mitarbeiter zu informieren. Das tun wir jetzt gerade. Ab 15 Uhr beginnt die Entschärfung und wir sind ab 13 Uhr hier auf dem Gelände unterwegs, um die Mitarbeiter dann, also um sicherzustellen, dass wirklich alle bis 15 Uhr das Gelände verlassen haben. Um wie viele Mitarbeiter handelt es sich? Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier in dem Betrieb beschäftigt? Am Standort sind ca. 1700 Mitarbeiter beschäftigt. Jetzt ist es so bedingt durch die Corona-Lage, dass sehr viele Mitarbeiter auch im mobilen Arbeiten sich befinden. Das heißt, wir haben jetzt nicht 1700 Mitarbeiter heute hier am Standort. Es ist also jetzt einigermaßen überschaubar, aber die entsprechenden Maßnahmen sind alle eingeleitet und wir haben hier jetzt gerade auch alle Hände voll zu tun. Bei welchen Bauarbeiten wurde die Bombe gefunden? Was wird da gemacht im Moment? Das sind Bauarbeiten in der Nähe der Gießerei, wo wir halt einfach nochmal ein Gelände erweitern. Und da hat halt eben ein Baggerfahrer die Bombe entdeckt. Vielen Dank.